Für einige Spieler dürfte das hier möglicherweise das Highlight der Karriere sein, doch die Frankfurter wollen dafür sorgen, dass es nicht das Allergrößte ist, denn das wäre sicherlich das Finale in Baku, am besten dann mit dem Pokalsieg. Die erste offensive Annäherung gehörte ja auch den Gästen, aber Emerson war erstmal dazwischen. Nach dem 1:1 im Hinspiel würde ja den Frankfurtern hier ein 0:0 nicht reichen, stand jetzt, wären die Gäste also aus dem Wettbewerb. Aber dementsprechend eine offensive Ausrichtung und die erste Chance folgte dann nach knapp 15 Minuten. Sebastian Rode hier aber noch abgewehrt, wirklich brenzlig wurde es da für Chelsea noch nicht. Und auch sie mit offensiven Akzenten hatten ja in der zweiten Halbzeit eine richtig gute Phase, der Treffer sollte aber nicht mehr fallen. Und so konnte Frankfurt am Ende nochmal Druck ausüben. Ein Schuss von Jorginho war dann das Gefährlichste nach knapp 22 Minuten für die Gastgeber. Auch nicht wirklich ungefährlich. Den trifft er satt und Kevin Trapp fischt den dann noch raus. Der hätte gepasst, sehen wir hier ja in der Wiederholung. Der anschließende Eckstoß von Pedro getreten, dem Torschützen des Hinspiels auf Christensen. Ist ja der Bundesliga auch noch ein bekanntes Gesicht, war an Borussia Mönchengladbach verliehen. Netter Schuss, aber noch nicht wirklich zielführend. Frankfurt war in der Defensive gefordert, aber weiterhin durften die offensiven Akzente nicht fehlen. Der Treffer fehlte nach wie vor. Wir sind knapp 32 Minuten in der Partie. Dann Ante Rebic mal nach Gelbsperre wieder mit dabei. Und das macht er hier wirklich nicht verkehrt. Setzt ihn dann aber etwas zu hoch an. Der senkt sich dann einen Moment zu spät. Kepa wäre aber sonst auch da gewesen. Der Ball geht relativ zentral aufs Dach des Gehäuses. Nun nochmal Chelsea vor der Pause mit einer offensiven Szene. Loftus-Cheek zu Pedro. Und Pedro versucht es einfach mal mit der Seite. Und der hätte um ein Haar gepasst. Richtig starker Schuss. Und die Aufmerksamkeit und gute Form von Kevin Trapp verhindert hier Schlimmeres. Der anschließende Eckstoß, wieder Pedro, der auffälligste bei den Londonern. Der Abschluss dann in die Arme von Kevin Trapp. Dennoch, die Möglichkeiten waren auf beiden Seiten da. Und nochmal gab es eine Chance für Frankfurt. Konnte dann geklärt werden. Und somit ging es mit dem 0:0 in die Halbzeit. Frankfurt brauchte also ein Tor, aber musste auch aufpassen, hinten den Treffer nicht zu kassieren. Ansonsten wäre das 1:1 erstmal dazu da, um in die Verlängerung zu kommen. Davon wollten sie nichts wissen. Hasebe auf Luka Jovic und jetzt war der Treffer da. 52. Minute, die erste gefährliche Aktion im zweiten Abschnitt führte jetzt zum Treffer für die roten Gäste. Da hatte Adi Hütter mal wieder die richtigen Worte gefunden. Noch etwas frischer und etwas zielstrebiger nach vorne unterwegs, die Frankfurter. Und jetzt war der Treffer da. Chelsea verschlief die Anfangsphase. Im Viertelfinale gewann sie hier auch nur mit 4:3 gegen Slavia Prag. Das heißt, die Defensive immer auf etwas fahrlässig gestrickt. Jetzt Abraham verletzt. Das war sinnbildlich. Frankfurt haute sich jetzt wie im Hinspiel in alles rein, was Chelsea nach vorne brachte. Der wichtige Auswärtstreffer erstmal erzielt, so konnten sie jetzt noch mutiger sein und vielleicht den zweiten gleich nachlegen. Sebastian Rode kommt gegen David Luiz nicht durch, steckt zu Da Costa rüber, Kepa ist dann aber da. Doch das war nach vorne richtig ansehnlich, nach wie vor von den Gästen. Philipp Kostic wieder schon im Strafraum, bringt die Flanke, David Luiz kann es erstmal klären. Aber Fernandes passt auf. Makoto Hasebe, Fernandes zu Danny Da Costa. Nimmt den Ball stark mit, zieht ihn mit der Fußsohle zurück und testet, ähnlich wie in der Szene davor, schon wieder Kepa. Jetzt Chelsea kurz vor dem Ende. 10 Minuten noch auf der Uhr. Sie wollten den Ausgleich erzwingen. William mit der Flanke. Hinteregger klärt es erstmal. Hatte sich im Hinspiel an Giroud abgearbeitet und das sehr erfolgreich. Jetzt William mit dem Abschluss. Und das war richtig knapp. Da mussten die Frankfurter jetzt erstmal durchatmen. Kevin Trapp sieht es dann auch, aber das ist wirklich ziemlich gefährlich gewesen. Nun nochmal Frankfurt in der 85. Minute. Luka Jovic macht hier
den Deckel drauf. Der hat keine Lust auf Nachspielzeit mit dem Druck von Chelsea. Und das war dann der Finaleinzug. Jetzt brauchten die Gastgeber nämlich 3 Treffer und das ist in 5 Minuten gegen Frankfurt einfach nicht zu bewerkstelligen. Was für eine Partie und was für ein Ende. Frankfurt hat es tatsächlich geschafft, ins Finale einzuziehen. Die Freude ist groß, aber jetzt gilt es nochmal Konzentration auf das allerletzte Spiel, eben gegen Arsenal oder gegen den FC Valencia. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und ein Abo dalasst. Ansonsten glaubt ihr, Frankfurt schafft es? Ich sag, es wird mega schwer, aber ich hoffe einfach drauf. Das war's jetzt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.